Alte Zoll ist ein Traditionsgasthaus im Schawald, das schon sehr, sehr lange gibt. Also er ist 1483 das erste Mal erwähnt in einem Erbbrief. Und darum sind wir natürlich auch froh, dass das so weitergeführt wird, die Tradition, hier im Schawald. Und die Schawälder sind auch froh, dass es das Gasthaus gibt. Es ist natürlich schön, dass so Musik, Mauer Musik da gespielt hat, aufgespielt hat, traditionell, dass es einen Fassbieranstich gab, wobei ich natürlich mehrere Schläge gebraucht habe. Ich will nicht das Fass zerstören. Und dass natürlich auch dementsprechende Prominenz von da, aber auch von über der Grenze da ist und sich da eingesellt hat, um die Eröffnung zu machen. Traditionell haben wir auch den Balken gehabt, den Zollbalken, den wir geöffnet haben zum alten Zoll. Es war früher ein Grenzgasthaus mit dem Zuschkzimmer, also Pferdewechselstation. Und ja, wenn ich gesehen habe, dort einmal aus von den ältesten Gasthäusern und auf das, wo vor 200 Jahren sehr wahrscheinlich am meisten Steuernahmen gehabt hat im Land. Das Besondere ist ja sicher, dass es, ja, dass es 453 Jahre altes Gebäude ist, dass wir jetzt alles renoviert haben, frisch eingerichtet haben, dass im oberen Teil Nichtraucher ist. Also die Gaststube hat absolut Priorität. Nichtraucher speisen bis 22 Uhr, Montag bis Freitag bis 22 Uhr geöffnet, ab Mai auch sonntags geöffnet und jeden Feiertag geöffnet. Im unteren Teil, im Zollstübli, die kann man rauchen, die kann man auch eine private Feier durchführen. Dort ist eigentlich so die Tagesbar, Gemütlichkeit mit Rauch und Alkohol und oben ist wirklich das Essen gefragt. Wir haben eine traditionelle Liechtensteiner Küche mit Käsknöpfchen, Riebel jeden Morgen frisch gemacht. Wir haben in Reihen Kutteln, Nierli, Leberli, aber Gulasch, Hasenragu, Hafenleb, also wirklich viel, aber auch ein Käseschnitt, ein Fotzelschnitt, Sachen, die viele nicht mehr kochen oder anders kochen, beispielsweise Hörlikacken, das ist, hat nichts mit Bolognese, sondern es ist wirklich durcheinander gemischt und so, wie man das früher gemacht hat. Es ist eine grosse Bedeutung auch für die Schawälder Bevölkerung, aber auch für die Kirchgänger, dass sie hier da einkehren können, Verein. Und dass es im Schawald dementsprechend mit der Zuschkzimmer da ein Dorfzentrum gibt, das mit Leben erfüllt ist.